da los? Wir sind am letzten Spiel angekommen und zwar Genji gegen Cloud9 und wir haben heute sehr eindeutige Partien gesehen und auch das sieht auf dem Papier wieder sehr eindeutig aus. Ja, wobei man sagen muss, Genji hat ja schon mal Schwächen gezeigt. Cloud9 hat gegen Vitality gewonnen, also vielleicht ergo haben sie eine Chance. Cloud9 doppelt so groß wie Genji. Nein, Quatsch, aber ich glaube, wenn Genji da weitermacht, wo sie aufgehört haben, ist vielleicht eine Chance für Cloud9 da. Ja, auf jeden Fall. Korea, wir hatten es ganz am Anfang des Tages hatten wir es angesprochen, man hat so ein bisschen das Gefühl, Korea choke ein bisschen rein. Einfach nur aus dem Grund, weil sie zu Hause spielen. Vielleicht. Vor eigener Crowd ist nochmal ein bisschen was anderes und das hatte Korea in der Vergangenheit, als wir schon mal eine Worlds in Korea hatten, hatten wir etwas ähnliches, glaube ich, dass in der Gruppenphase mal ein paar Hiccups waren, aber im Endeffekt konnten sie sich trotzdem immer durch die Gruppenphase kämpfen und für mich persönlich ist es immer noch RNG und Genji, die sich hier durchsetzen werden in der Gruppe. Wie sieht das bei dir aus? Ja, kann gut sein. Also ich denke auch von den Gruppen her, von der Konstellation sind sie für mich auch eigentlich einer der Favoriten. Dadurch, dass sie bisher aber die zwei Games abgegeben haben, ist natürlich so, sie stehen unter Druck vor der heimischen Kulisse. Bisher konnten sie halt, finde ich, überhaupt nicht überzeugen. Mhm. Wenn jetzt müsste ihre Leistung halt wirklich mal verbessern und zeigen, was sie drauf haben, weil sonst geht der Schluss nach hinten los, mit drei Losers zu starten, dann wird es schon sehr eng. Dann wird es wirklich sehr eng. Also das ist hier auch so ein kleines Entscheidungsspiel, sogar schon für Genji. Wenn sie das hier verlieren sollten, wird das halt richtig eng. Ja. Also dann müssten sie schon drauf hoffen, dass Vitality und Cloud9 dann beide verlieren irgendwie, um dann noch in die Tiebreaker irgendwie zu kommen. Also ganz komische Konstellation. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es passieren wird, aber ich bin mal gespannt, was müsste Cloud9 jetzt gleich machen gegen Genji? Also wo hat Genji Schwächen gegen Vitality gezeigt? Im Split-Push ganz klar, im Makro-Gaming allgemein, witzig für ein koreanisches Team eigentlich, aber sie haben sich komplett outmoven lassen und ich kann mir vorstellen, dass wenn man hier wieder mal für einen Split-Push geht, das weiter so solide macht, mit verschiedenen Teleports nochmal arbeiten kann. Klar, sie haben es jetzt einmal gemacht, ich glaube nicht, dass sie das gleiche Fehler wiederholen werden, aber sie sind anscheinend angreifbar im Makro-Gaming momentan, weil sie nicht mit der Einstellung dran gerechnet haben vielleicht, was da wirklich passiert ist. Tankmeter ist eigentlich da, aber auf einmal kommt vielleicht doch mal eine Fiora raus und dann hast du den Salat. Gerade in Korea, ja, sehr beliebt. Fiora? Ja. Solo-Queue-mäßig. Also, okay. Ich denke also, ja, ich denke mal, dass sie die alle auf jeden Fall spielen können. Toplane würde ich mir ja allgemein lieber aggressivere Picks wünschen. Ja. Gut, wir haben den Urgott, aber Urgott ist irgendwie. Er muss raus. Es gibt, ja diesen, raus. Es gibt ja diesen Power-Char mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Ecken und Urgott hat einfach alles. So, alles. Der hat Damage, der hat Execute, der hat CC, der hat Tankiness, richtig. Der ist einfach zu strong und ich hoffe auch, dass man den jetzt hier in der Pick-und-Band rausnimmt. Ja, das hoffe ich auch. Also, mich würde tatsächlich eine Camille oben freuen oder wieder irgendwas Abgefahrenes. Ein Echo haben wir auch einmal gesehen. Irgendwie was im Bereich ist, was wirklich Genji unter Druck setzen kann. Auf der Lane und auch im Split-Push. Und dann hast du vielleicht eine Win-Condition, die die Koreaner bedrohen kann. Ja. Mal gucken, ob Genji das hier rumreißt. Wir sind ja hier auch noch nicht ganz durch. Wir haben noch eine Menge Spiele vor uns. Wir haben morgen noch Spiele, übermorgen noch Spiele. Also da ist noch gar nichts gelaufen für gar kein Team. Also auch ein Fnatic, was heute ordentlich ins Gesicht bekommen hat, hat immer noch super viele Chancen, in die Gruppenphase einzuziehen. Und ich will immer nur wieder sagen, letzte Worlds. Da stand es nicht gut für Europa. So Misfits gerade so weitergekommen und dann Fnatic auch irgendwie 0-3, die kamen da wieder back und dieses Jahr glaube ich wirklich an die Jungs. Also auch wenn ihr heute den Tag gesehen habt und denkt euch, Mensch, RIP EU, wird nicht so sein, glaube ich nicht. So, und jetzt hast du da recht. Genji gegen Cloud9, Cloud9 glaube ich so mit das, ja wobei ich schätze sie noch stärker als 100 Thieves ein. Ich glaube 100 Thieves wirklich mit Abstand das schwächste nordamerikanische Team und jetzt müssen wir mal gucken, ob Cloud9 sich so ein bisschen verbessern kann innerhalb der Gruppe. Sneaky ja bis jetzt noch nicht so mit einer Top-Performance, ne? Ja, das muss man sagen. Andererseits, sie haben jetzt ihr ein Spiel schon gewonnen. Wenn sie jetzt das zweite gewinnen, stehen sie mit zwei Siegen als Tabellenzweiter da. Und dann müssen sie eigentlich nur ein Spiel gewinnen, um halbwegs sichere Chancen auf die Tiebreaker zu haben, muss man sagen. Ne? Und in Tiebreakern kann eigentlich immer alles passieren. Cloud9 hat sich, finde ich, wirklich gemacht bisher in der letzten Zeit. Wurde immer stärker. Und jetzt müssen sie nur zeigen, dass sie ja, vielleicht auch daran Ankunft können und vor allem eine Idee haben, wie sie jetzt eben an dieses Spiel herangehen möchten. Ja. Weil ich glaube, mit einem klassisches Spiel werden sie nicht gewinnen hier heute. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt in die Pick-und-Bann-Phase rein. Genji natürlich der absolute Favorit hier in dieser Partie, auch wenn sie 0-2 stehen, also auf dem rein vom Punktestand. 0-2, 1-1 müsste Cloud9 ein bisschen besser sein, aber Genji immer noch der ganz klare Favorit und wir gehen in die Pick-und-Bann-Phase. Tahmkench ist raus, Lissandra ist raus, das ist eher ungewöhnlich, oder? Vor allem, dass Cloud9 den Band, sie band, weil normalerweise Liquid, Toplane, Lissandra haben wir schon gesehen. Hier hat man sich auch vielleicht was anderes überlegt oder bereitet halt einen Pick vor. Ja, Lissandra-Band deutet darauf hin, dass man vielleicht einen Assassin mit reinnimmt. Also mal schauen, was sich Cloud9 überlegt hat. Und der Urgott ist halt wieder offen, den muss jetzt eigentlich allen Genji hier jetzt bannen. Sonst Cloud9 mit einem Urgott würde ich mich richtig freuen, weil dann haben sie schon mal eine Win-Condition für mich gepickt. Ja,
weil es jetzt halt auch gerade wieder diesen Trade gibt, Urgot gegen Aatrox, machen viele Teams halt gerne. Wir haben jetzt häufig gesehen, dass Urgot dem Aatrox... Okay, das ist jetzt fragwürdig. Alistar ist halt offen geblieben, ist momentan... Ja, aber du gibst jetzt Urgot und Aatrox ab und theoretisch kannst du beide nehmen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen die Intention. Oder man nimmt Talia, oder Talia ist halt auch super strong, also kann man auf jeden Fall auch mit First Pick Rotation. Ich glaube, man hat die Band so ein bisschen drauf ausgelegt, dass man einen starken Pick abgibt und dann einfach sich zwei in Return holt, weil man, glaube ich, weiß, dass man overall das stärkere Team ist. Wie RNG schon das Game zuvor. Man gibt so kleine Happen und sichert sich dabei dann das große Ganze. Genau das ist der Punkt, wie man, glaube ich, die ersten zwei Games verloren hat. Also genau das ist so dieser koreanische Spieß, die sie sagen, ey, wir haben unsere Meta, die spielen wir so gut runter und brechen damit die anderen. Ja. Aber wenn man jetzt hier den Urgot und Alistar gegen sich hat, wird es halt schon mal schwierig. Das ist schon krass. Das ist eine harte Kombination. Ja. Weil wir eben gesehen haben, Aatrox konnte gut gegenhalten gegen... Ja. Urgot nur später in den Fights wird es dann auch ein bisschen schwieriger. Mich würde aber interessieren, wie das denn bei zwei ausgeglichenen Teams, das heißt, wenn die beiden jetzt hier even gehen oder beide in den Teamcomp draften, die, sag ich mal, Late-Game-orientiert oder skalierungsorientiert ist, wie das dann aussehen würde. Und der Xin wird wieder gehovert, aber es wird die Tristana, man sichert sich hier erst in ADC. Xin aber auch ein sehr interessanter Pick heute gewesen, weil den hat man vorher eher so Tier 2, Tier 3 und heute konnte er richtig glänzen. Ja, er ist einfach im Early-Game wirklich stark. Man hat aber auch in den beiden Games vom muss man sagen, der Xin Zhao hatte sehr viele Freiräume. Also man hatte wenig Sicht auf ihn, er konnte vom Passing her Passing machen, was er wollte. Und jetzt ist er vielleicht tatsächlich nochmal eine Alternative. Jungler sind hier nicht so viele gebannt, also Nocturne und Kindred draußen, auch in Skarn haben wir gesehen. Xin ist jetzt sogar rausgebannt worden. Ja, macht aber Sinn, weil es ihm gegen Blaber ein Bann ist. Ja. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass tatsächlich Blaber spielt und nicht Svenskirm, weil Svenskirm mir eigentlich sehr gut gefallen hat in den letzten Spielen. Aber naja, man entscheidet sich jetzt hier für den Youngster. Hat er Blaber in den Play-Ins gar nicht so schlecht performt, also vielleicht auch dahingehend. Ja, Xin-Bann auf jeden Fall sinnig, nach dem, was wir heute hier gesehen haben. Ja. Auf der anderen Seite bannst du eben jetzt die normalen ADCs raus. Camille geht auch noch raus, finde ich auch ein starker Pick. Auf jeden Fall, weil man darf nicht vergessen, Urgot ist theoretisch auch ein Flexpick. Also du kannst Urgot sogar in die Mitte tun. Wenn du dann eine Camille Toplane hast und einen aggressiven Jungler noch dazu kriegst, kannst du auch durchaus übers Midgame snowballen. Auf jeden Fall. Ja, bei Camille auch immer noch die Gefahr, dass sie theoretisch in den Jungle geht. Also Flexibilität wäre vorhanden. Ezreal bannt jetzt auch nochmal raus. Also wirklich dieser AD-Carry-Fokus. Man will Sneaky hier nach vorne bringen. Aber Sivir zum Beispiel ist auch noch offen. Also ich kann mir vorstellen, dass man hier vielleicht für eine Sivir oder... Vayne eher nicht in der Konstellation. Wobei gegen Alistar Urgot? Na, Lucian. Ja, Lucian gefällt mir gut. Ja, auch. Gerade gegen scalende ADCs haben wir vorhin gesehen, dass Lucians Power Spike, den er mit zwei Items hat oder sogar schon mit anderthalb Items, kann er da durchaus die scalenden ADCs komplett outclassen. Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch bedenken. Javin Gaio ist eine Kombination, not die a big funktionieren fan. Kann. Also, sie haben jetzt eine kleine Wombo-Kombo gepickt. Problem der ganzen Sache, sie haben überhaupt kein Wave-Clear. Na, das stimmt. Also, ja, Tristana ist schon okay. Gaio geht schon klar. Also, Wave-Clear ist vorhanden. Also, ein bisschen im Late-Game wird es dann schon schwierig. Poppy auf der anderen Seite wird jetzt gehovert und wird auch eingeloggt. Ja. Sehr interessante kommt von beiden Teams. Auf Seite von Cloud9 konnte man sich, glaube ich, nicht so richtig entscheiden, machen wir jetzt Protect the ADC oder nicht. Mir gefällt der Gaio nicht gut, weil ich glaube, dass aktuell einfach Mages wie Syndra oder Azir besser sind für das, was sie spielen wollen, aber vielleicht überrascht uns Cloud9 hier auch. Aber ich muss sagen, als Antwort gegen den Aatrox finde ich es fein. Also du hast jetzt hier nicht den klassischen Mage, aber auf beiden Seiten nicht. Und Galio mit seiner globalen Präsenz kann man vielleicht was reißen. Also, aber ich glaube, Crown wird Jensen hier ordentlich den Hintern versuchen mit Aatrox. Möglich wäre es, ja. Aber wenn nicht, wie gesagt, Galio kann zum Held des Tages werden, den einen oder anderen doch mal retten, kann dazustoßen. Gerade mit der Kombination mit Jarvan hat es auch ein Gefahrenpotenzial. Ja. Ich glaube vor allen Dingen auch die Botlane wird Snowball-Potenzial haben, gerade mit Ruler und Core-JJ. Wenn der Lucian ein bisschen auch nur ins Game kommt, dann wird er die Tristana im Early-Game oder Mid-Game vernichten. Ja. Cloud9 muss also übers Late-Game kommen, so wie das hier aussieht. Und ob sie das tun werden, werden wir jetzt im letzten Spiel des Tages heute rausfinden. Cloud9 gegen Genji. Kann Korea den Fluch endlich besiegen und endlich mal einen Win holen? Das werden wir jetzt rausfinden. Viel Spaß beim letzten Game mit den Castern. Ja, danke ein letztes Mal, Niklas. Ich weiß auch nicht, ob Korea jetzt... Also normal, KT ist ja gut gewesen bisher. KT hat gezeigt, hey, wir sind da. Aber die anderen koreanischen Teams. Ich persönlich, ich habe auch Genji sehr weit oben eingeschätzt. Ja. Deshalb, ich bin gerade ein bisschen zwiegespalten. Einerseits will ich, dass der Westen gewinnt. Andererseits denke ich mir, komm schon, Genji, jetzt langsam könnte man anfangen zu spielen. Mal schauen, was das hier wird.
Nach der Pick-und-Band-Phase würde ich tatsächlich Gen.G vorne sehen, aber Cloud9 hat auf jeden Fall Möglichkeiten. Auf jeden Fall, ja. Mal gucken, also sie riskieren hier halt wieder was, finde ich grundsätzlich ganz gut. Und sie sind halt tanky ohne Ende, ne? Ja, also aber das, glaub, wir haben vorhin schon mal ein nordamerikanisches Team gesehen, das sehr viel Frontline gepickt hat für einen ADC und das ging nicht ganz so gut am Ende. Das stimmt, so. Das stimmt. Auf der anderen Seite, hier hast du dann doch nochmal ein bisschen mehr Schaden mit Jarvan und Urgot. Auch ein Galio kann man vielleicht mal machen, aber absolut. Also man muss das erstmal spielen. Ja. Ultimativer BM ist natürlich jetzt das Blaber, den Samsung-Skin dabei hat. Quasi den Skin, den sich Ambition letztes Jahr verdient hat. Oder war es Ambition? Ja doch, Jarvan war glaube ich der Ambition-Skin. Wenn ich mir nicht komplett irre. Und für die Leute, die es nicht wissen, Gen.G ist der amtierende Weltmeister, haben nur zweimal eine Namensänderung seitdem erfahren. Waren erst KSV, im Spring Split, im Summer Split waren sie auf einmal Gen.G. Mal schauen, wie sie nächstes Jahr heißen. Ja, ja. Jeden Split einen neuen Namen. Oder morgen. Finde ich nice. Ja, da lacht man sich schon mal ein bisschen. Aua, ui, Jensen hier. Ja, eben wurde ja angesprochen, dass Crown mit Jensen so ein bisschen den Boden wischt. Ich persönlich... Ich könnte denen zustimmen, es kommt dann darauf an, welche Form von Jensen wir heute sehen. Sehen wir den 1v9 Jensen, der hin und wieder im Regular Split der LCS zu sehen ist, oder sehen wir den Jensen, der es im Finale der NALCS nicht geschafft hat, Sonias zu drücken? Nicht dieses Jahr, war ein anderes Jahr. Aber es gibt halt so, der hat halt zwei Seiten. Jensen ist auch so ein, er ist halt eine Medaille, hat zwei Seiten. Manchmal sehen wir halt leider die, die nicht ganz so performt. Man sagt ihm ja ein bisschen nach, dass er auf der großen Bühne einfach nicht vor dabei ist. Ja, ist vielleicht auch manchmal nicht ganz fair ihm gegenüber. Mal abwarten, was er jetzt das Game abliefern kann. Ich denke, rein theoretisch sollte Jensen es schaffen, hier nicht auf der Lane zu sterben im 1 gegen 1. Wird aber natürlich vermutlich unter Druck gesetzt werden. Jarvan macht ja anscheinend den Level 3 clear, aber für ihn auch mal sehr blöd, die Raptoren am Anfang zu machen, genauso wie die Gunens. Man darf nicht vergessen, dass er auch sehr früh am Anfang Power Spikes hat. Gerade mit seiner Passiven kann er da sehr gut arbeiten und früh auch Druck machen. Auch eine Thalia kann er das ein oder andere Mal invaden. Also wenn er hier sehr schnell ist, natürlich ist es Thalia jetzt auf der anderen Seite der Map, aber grundsätzlich eben. Ja. Ich bin einfach mal gespannt darauf, wie Sneaky hier performt. Ist so ein bisschen, Sneaky ist ein super sympathischer Dude, aber Sympathien gewinnt im Endeffekt keine Spieler. Also er war halt wirklich mal... Was AD Carries angeht, mit unter den Top 3 in Nordamerika auf jeden Fall. Aber selbst da würde ich ihn nicht mehr sehen. Ist halt, kann er wieder zur alten Form zurückfinden, ist die Frage. Ja. Vor allem, das was heißt Problem? Er ist halt ein erfahrener Spieler. Das heißt aber auch, er und Jensen sind die beiden, die in diesem jungen Team halt das Ruder in die Hand nehmen müssen. Jetzt sehen wir hier erstmal den Versuch in der Midlane. Oh, schön! Norden, da kommt noch von Jarvan hinterher. Red Buff, der hält da nicht viel aus, vielleicht aber da vorne, aber geht hinterher und sichert sich das First Blood für Cloud. Nein, oh, aber Ground kriegt den Ausgleich-Kill für Jensen. Das ist super bitter, Ignite und Minions haben da nochmal geholfen. Wenn er da einfach rausgeht, glaube ich, überlebt er. Ja, ich denke auch, der Minion-Schaden hat einen Unterschied gemacht. Aber insgesamt ist ein 1-1 und First Blood für C9. Ist okay, vor allem, weil Jensen eben seinen Teleport hat, der ist schneller wieder da. Crown muss laufen. Kann man eingehen in den Tausch. Ja, dazu noch der Assist. Sehr wichtig hier auf jeden Fall. Wir hatten ja gerade angesprochen, dass Crown hier vielleicht, wir sagen es nochmal, den Boden aufwischt mit Jensen, aber jetzt eben direkt ein bisschen zurückgeschlagen. Hat kein Ignite, kein Flash mehr und kann jetzt vielleicht sogar noch bestraft werden, weil Galio hat noch Flash. Also damit könnte man vielleicht nochmal einen Gank raushauen und dann wirklich sich einen Vorteil in der Mitte erspielen. Ja, wir sehen das Ganze nochmal. Es war gut auch vorbereitet. Mit dem Taunt auch hier. Ja, Blaber muss einfach dazukommen. Wenn der Gegner getauntet ist, ist es auch nicht schwer, den da nochmal zu treffen. Dann sehen wir, Ignite geht drauf auf Jensen. Und er bleibt dann halt sehr weit vorne an der Minion Wave dran. Normalerweise, wenn du dich weit genug zurückziehst, resettest du das Ganze, du hast den Fokus da nicht mehr und dann überlebt er das vermutlich, ja. Aber man muss auch gerade sagen, Crown sehr greedy an der Stelle. Also er hatte keine Sicht, weder Top noch Bot. Ja. Dafür macht es aber am Ende sehr gut. Und jetzt sehen wir das Ganze nochmal in der Wiederholung quasi. Dann versucht hier nochmal über den Gank reinzugehen. Ja. Diesmal aber Crown wesentlich weiter hinten, wesentlich näher an seinem Turm. Das hat hier keine Gefahr, hat aber gut Leben verloren, also... Sehr gut hier, also man entlastet Jensen jetzt richtig. Der kann sich jetzt einen Vorteil sichern, nicht vom Farm her, aber einfach natürlich vom Leben her. Ist nicht mehr so gefährdet, hat selber vor allem noch sein Flash zur Verfügung. Ja, und Crown muss jetzt aufpassen, dass er da nicht eben nochmal hops genommen wird, aber... Man konzentriert sich jetzt hier erstmal noch auf ein paar Jungle Camps. Ist auch wichtig, man darf da nicht zurückfallen. Das passiert ja manchmal mit Jarvan, dass man denkt Gank, Gank, Gank und am Ende halt bist du Level 4. Ja, das kann theoretisch, wenn man zu... sehr den Fokus auf Ganks legt, kann es sein, dass du dann ein bisschen XP verlierst, beziehungsweise ein bisschen zurückfällt, das ist richtig.
Toplane. Ich glaube, Cloud9 hat ein bisschen mit diesem Urgott Aatrox Matchup gerechnet. Das hat sie jetzt vielleicht ein bisschen überrascht, aber trotzdem, du hast schon angesprochen vorhin in der Pick und Ban. Gaio ist da eigentlich super fein gegen Aatrox. Es kommt darauf an, wie die Jungler da den Fokus legen, beziehungsweise wie die Jungler das hinbekommen. Ja, Haru jetzt ein bisschen vorne, was halt die Camps angeht, aber ich glaube, das ist durchaus wert. Das First Blood da in der Mitte sehr viel wert. Blubber sollte jetzt, denke ich, nochmal die Mitte abholen. Also er sollte, außer dass Crown eben kein Flash hat. Und Problem ist natürlich nur, dass Crown gleich Level 6 erreicht. Ja, Level 6 vor allem auch für Gaio später natürlich. Ja, über die Rotation, über die Ults. Ja, du hast gerade keine Sicht auf der Topside. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn Blubber das ausnutzen würde. Dann nochmal schnell reinsneaken. Aber ich glaube nicht, dass es so kommt. Aber eine Poppy-Gang ist schwer. Ja. Komm mit Jarvan. Ja, du hast ihm viele Powerpicks abgegeben. Also ich glaube, mit Alistar... Auch wieder der Versuch. Ja, aber jetzt kommt eben auch Haru mit dazu. Der hat Schaden zur Verfügung. Das heißt, C9 muss sich da zurück. Oh Gott. Auch Re-Engage jetzt mit dem Kataklysmus. Aber auch Rakan ist da. Das geht ganz schnell nach hinten los. Das Timing mit dem Level 6 sehr ungünstig. Aber du hast erst gezögert und das zu Recht, weil du hast zu wenig gesehen. Hattest gerade eine Sparrow-Rotation draußen bei Jensen. Und dann solltest du es dann doch lieber sein lassen. Aber das Crown, das ich gerade in dem Moment Level 6 hittet, ist auch ein bisschen schade. Ja, vor allem C9 hat halt nicht damit gerechnet, dass Core JJ ebenfalls da ist. Wir sehen, er ist jetzt schon auf dem Weg eben zur Lane, macht den weiten Weg da außer Base. Aber es wird gut geantwortet. Hier ist eine Minion da. So viel wert. Ja, das stimmt. Level 6 wird überlebt. Crown das Ganze hier und man kriegt sogar den Return Kill. Also, stark gespielt von Gen.G. Gut mit den Level-Ups gearbeitet und für Cloud9 natürlich super ärgerlich. Ja. Also jetzt muss man aufpassen. Rakan mit einem Kill, Aatrox mit einem Kill. Es geht natürlich alles noch, aber jetzt Crown wieder mit Ignite. Er hat jetzt durchaus wieder Kill-Pressure in der Mitte. Ja. Teleport eben bei Jensen auch nicht mehr zur Verfügung. Also Fehler sollte er sich da jetzt nicht erlauben. Die Ulti von Blubber ein Glück nicht. Hat nicht ganz so einen hohen Cooldown, das heißt, er kann weiterhin Druck machen. Ja. Vom Kataklysmus so früh schon ein sehr gutes Tool. Ja, auf also jeden Fall. Schaden, den man da mitbringt. Gerade der Infernal ist hier ein Ziel, das man vielleicht mal angehen möchte. Oh, ja. Man sieht schon, Jensen pusht hier jetzt rein. Aber Richtung Drachen kann man noch nicht gehen. Das ist auch das, was du als Galio in der Lane effektiv machen kannst. Ich meine, du clearst die Wave und versuchst dann über deine Überzahl der Mini-Wave irgendwie die Trades einzugehen. Genau. Das macht Jensen hier ganz gut. Ja, ist es aber auch nicht. Aber du hast jetzt gerade wirklich überall die Lane-Prior. Also Mitte sowie Bot-Lane macht man hier stark. Einzige Lane, die gerade ein bisschen reingepusht wird, ist die Top-Lane. Licorice gerade ohne Teleport. Yuvi aber auch. Aufpassen. Chonky nochmal durch. Ja, er hat halt keinen Schaden im Vergleich, ne? Also wenn da Aatrox einmal rangeht, zack, zack, Knüppelding und das halbe Leben ist weg. Man ist die ganze Zeit in der Lauerstrecke. So, Haru und auch Blubber sind in der Nähe. Oh. Jetzt nochmal der Taunt hier. Aber Haru... Vielleicht aber davon, jetzt kommt die Talia Wall mit dazu und Haru will sich hier was sichern. Ah, Knockback wird nochmal geflasht hier von Blubber. Und schon wieder ist der Flash ohne Kill. Also, das Timing hier nicht perfekt. Haru, starke Ultimate von ihm. Forster mit dem Flash von Jarvan. Und der ist eigentlich eine ganze Menge wert. Den willst du nicht so ohne weiteres droppen. Und Jarvan jetzt selber auf der Topside. Und das könnte man jetzt ausnutzen, um den Drachen zu nehmen. Wir sehen auch schon die Pings. Vor allem extrem starker Midlane-Fokus hier gerade. Also, ja. Ich hätte eher erwartet, dass man da Richtung Botlane geht. Weil man sowieso mit Ruler da auf Lucian schon im Early Game eben starken Champion hat. Man hat sich aber dagegen entschieden und sagt, hey, wir wollen die Midlane nach vorne bringen. Ja, und somit als Folge jetzt für diese Midlane-Shenanigans, die Gen.G zuletzt für sich entscheiden konnte, gibt es jetzt den ersten Drachen. Den Höllendrache, den nimmt man natürlich gerne mit. Ja, man hat gerade gutes Game gelesen, man wusste, Blubber muss Richtung Toplane, da ist ein ganzer Jungle ab, war er auch, dann fängt man den Drachen an, er kommt nochmal zurück, aber dadurch verliert er jetzt noch mehr Zeit, weil jetzt kann er die Golems machen, muss aber wieder Richtung Top orientiert lane. Und natürlich für ihn jetzt nicht ganz optimal, Drachen hat man jetzt verloren, der nächste wird ein Winddrache, das heißt, der Fokus von der Botlane kann jetzt auch nochmal ein bisschen abweichen. Tristana natürlich immer mit der Möglichkeit, schnell den Turm einzureißen.
Also die Stärke, die Lucian normalerweise so früh hat, zeigt man ja noch nicht. Ich meine, klar, er hat noch nicht seine Items, das dauert noch ein bisschen, aber normalerweise mit Lucian, gerade mit Rakan zusammen, auf der Lane, da hast du nicht viel gegen zu melden. Sinan kann sich aber gut behaupten, in Gen.G spielt das Ganze gerade noch ein bisschen vorsichtiger. Vielleicht, das muss man auch immer ein bisschen erwähnen, mentaler Faktor. Ja, die Koreaner normalerweise als Region natürlich sehr stark dabei. Vielleicht hier noch ein bisschen gehemmt, aber nicht gehemmt ist Sinan, die wollen hier reingehen. Knockout nochmal von Selsi, man kriegt immerhin die Passive hier. Von Crown. Man kriegt nie den Flash von Jensen. Also das ist ganz nice. Crown jetzt auch wieder angreifbar vor allem. Auch das könnte man wieder ausnutzen. Bisher haben wir sehr viel um die Mitte herumgespielt, aber das weiß Gen.G natürlich auch. Und jetzt ist Haru da. Aber der versucht da nur ein bisschen die Wave zu clearen. Also ich glaube, jetzt langsam sollte der Fokus Richtung Botlane rücken, einfach um mit Tristana zu spielen, sie zu entlasten. In der Mitte hat man da gute Arbeit geleistet. Man hat seinen Farmvorteil gemacht. Hat wieder die Summoner-Spells von Crown bekommen, aber im Endeffekt Galio dazu töten wird halt auch immer schwerer. Der Teleport benutzt er auch direkt. Und er hat jetzt halt schon seinen Rod fertig und damit wird sich seine Tankiness eben auch Stück für Stück verbessern. Ja, eigentlich beide hier ein Ziel, was du schwer ganken kannst. Aatrox mit seiner halben Unsterblichkeit und eben Galio mit seiner Tankiness. Botlane umso attraktiver für Cloud9 mit der Tristana, um den Turm zu und dann rotieren zu können. Auf der anderen Seite eben auch, um die Tristana zu denyen. Ah, Core JJ gerade sehr weit vorne, kann sich das aber jetzt Rakan erlauben. Und jetzt direkt der Konter hier. Man geht sogar aggressiv rein auf Zayze, aber das ist eben nicht der beste Fokus da. Und deshalb keine Gefahr für Cloud9, überleben das Ganze. Alistair darf halt seine Kombination nicht versuchen, auf Rakan zu landen. Ja, eigentlich schon. Also Alistair kann das schon machen, aber Rakan sollte dann nicht auf Alistair engagen, weil es halt eine Kuh mit einer Ult und die kriegst ja nicht down. Aber da sehen wir mal die Trades, die möglich sind. Blabber gerade am Herald. Das fände ich jetzt sehr stark, wenn man sich den hier sichern kann. Oh, der resettet. Nee, man macht das schlau. Licorice geht da jetzt nicht nochmal hin. Smite hat das Ding vorsichtshalber Herald genommen. Damit hat man jetzt auch die Möglichkeit, den ersten Turm im Spiel vielleicht zu nehmen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus von Cloud9, also damit haben sie einen kleinen Vorteil erarbeitet. Wenn sie den ersten Turm mitnehmen, können sie selbst ein bisschen das Tempo vorgeben. Vielleicht für einen Lane-Swap dann gehen, nachdem wo sie den Turm mitnehmen. Das muss jetzt natürlich alles vorbereitet werden. Ja. Jetzt bekommt man hier auch mal ein bisschen Turmschaden. Tristana hat jetzt ihr erstes Item aber schon fertig, während Jula dann nochmal in die Basis muss. Brown hat jetzt auch wieder seine Ulti. Also beide hier sehr sicher. Jarvan jetzt auf dem Weg zu Botlane. Das finde ich ist richtig. Also du hast den Herald. Du kannst mit der Tristana hier auf jeden Fall den ersten Turm nehmen, wenn du das möchtest. Man weiß auch, dass die andere Botlane gerade in die Base wandert. Und das sollte man, finde ich, jetzt ausnutzen. Direkt Herald nutzen, Turm nehmen und dann Lane zu haben. Wie schon angesprochen, das wäre jetzt einfach die beste Möglichkeit. Du gibst du selbst das Tempo vor und das Team, das zuerst Lane swap, hat meistens einfach nochmal einen Vorteil. Du bist schneller am gegnerischen Turm, kannst direkt die Wave schon mal so preparen, dass du eben vorne bist. Und gerade gegen so ein Team wie Gen.G, das sehr gerne die Kontrolle übers Spiel hat, wäre sowas sehr hilfreich. Vor allem, ich sehe hier die Laning-Phase von Gen.G in Zacken stärker. Nicht nur in der Mitte, wo man mit dem Aatrox die ganze Zeit irgendwie bedrohen möchte, sondern auch auf der Botlane. Aber der versucht jetzt hier reinzugehen. Knockout geht nochmal durch. Und das ist eben die Stärke, die Cloud9 hat. Sehr viel CC, den sie da mitbringen. Jetzt immer der Re-Engage-Versucher. Blabber kriegt mit dem Kataklysmus für Crown. Teleport kommt auch nochmal dazu von Licorice. Aber es reicht dir. Man kriegt den einen Kill. Und den Herald. Ja. Also der wird jetzt geplaced. Damit hat man jetzt hoffentlich den Midlane-Turm. Aber man gruppiert sich schon wieder. Und jetzt kommt die Wall. Die ist bitter. Vor allem der Herald, der charge der Ice Cat durch. Aber das ist auf der anderen Seite. Und das war stark geantwortet von Gen.G. Und ärgerlich für Cloud9. Ja. Trotzdem haben sie sich über den Kill natürlich ein bisschen Raum erarbeitet. Auf jeden Fall. Tristana währenddessen eben auf der Botlane. Du machst hier weiter Druck. Das heißt, der Herald bekommt nur einen Charge. Das ist schade. Ich glaube, hättest du ihn vorhin auf der Botlane benutzt, hättest du deinen ersten Turm bekommen. Aber du machst ihm weiteren Druck. Und es sieht so aus, als würde man den langfristig sowieso bekommen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, wir sehen, Sneaky zieht sich gerade ein bisschen zurück. Ja, weiß ja eben nicht, wo die Gegner sind. Muss da ein bisschen aufpassen. Deshalb, alle Türme stehen noch für Gen.G. Aber in naher Zukunft sollten die Türme dann doch effektives dieser Q, wie jetzt hier Gen.G ist viel zu weit vorne. Ja, 1 gegen 4, das wird er nicht überleben. Also nee. Da habe ich gerade selbst nicht mit gerechnet, dass er sich da so abfarmen lässt. Vor allem, dass Gen.G da einfach für diesen Collapse geht. Natürlich genau richtig, aber warum ist Gen.G überhaupt da?
Oh, und jetzt wird vielleicht auch gleich Sneaky bedroht. Eben noch keine Ultimate ready bei Talia. Aber es ist ein 3 gegen 1 momentan. Aber jetzt kommt eben Zayzal dazu. Frage ist, verlierst du jetzt wirklich den First Platoon? Das ist so viele Möglichkeiten, den theoretisch zu nehmen. Und das ist so bitter. Kommst du, ja, kommst du noch rechtzeitig hin? Nee. Ah, nee, das können sie nicht verteidigen. Also Gen.G jetzt hier. Ah, oh, Mann. Wir haben das den ersten Drachen bekommen, kriegen den ersten Turm. Haben Cloud9, das ist so ein bisschen verschwendetes Potenzial. Sie haben sich dadurch wieder kleine Fehler. Ja. Verliert man sehr viel. Das ist halt League of Legends. Da kann jeder klitzekleiner Schritt, wenn man zu spät kommt, einen Unterschied ausmachen. Ja, sie wollten halt vermutlich mit dem Herald zu viel. Anstatt dass sie dann an der einen Situation vorhin runtergehen, Botlane den Turm holen, verlieren sie jetzt eben First Blood Turm und den zweiten Drachen. Der nächste ist ein Ocean. Ja, die, also die Objekte, das Makro hier von Gen.G deutlich effektiver. Ja, das auf jeden Fall. Und man scheint sich hier auf Seiten Koreas ein bisschen gefangen zu haben, zumindest auf Seiten von Gen.G. Africa Freaks sehen wir heute nicht, die sind morgen wieder dran. Mal schauen, ob die dann nachziehen können. Noch ist das Spiel nicht vorbei, also Cloud9 noch mit. Auf jeden Fall. Chancen. Goldunterschied ist jetzt schon mal knapp 2000. Also sie haben halt wieder sehr viel Potenzial außer Hand gegeben, fast schon verschwendet. Das ist das, was mich immer ein bisschen stört. Ja. Dass die westlichen Teams einfach, sie haben so viele Chancen. Nutzen sie nicht. Und schmeißen jede einzelne weg. Das ist... Also diese Lücke, dieses Skill-Gap, die immer angesprochen wird, wäre nicht so groß, wenn die westlichen Teams sich vielleicht einfach mal was trauen würden, beziehungsweise einfach mal zielstrebiger wären. Ja. Das ist gerade gesagt. War natürlich eine schöne Antwort gerade in der Mitte mit dem Herald, aber war ihm auch nicht die effektivste Art. Jetzt haben wir's. Alles in allem, Jarvan mit 2 Kills dabei, hat aber eben knapp 40 Farm weniger als die Talia, also ich weiß nicht, wer hier wirklich stärker ist. Am Gold sehen wir auch 1500 Gold mehr für Gen.G. Arbeiten jetzt ja auch mit der Vision, gehen jetzt für die Deep Worlds Topside, machen jetzt auch den Lane-Swap hier, um eben hier mit zu arbeiten. Und wir sehen, die Poppy kann hier das noch ganz normal verteidigen. Und das ist wichtig, weil damit Gen.G Spotlane auf der Topside Druck machen kann, da vielleicht for free sogar den Turm bekommt. Ja, muss damit jetzt ja Gold aufpassen, Blabber ist in der Nähe. Also Poppy muss sich zumindest zurückziehen. Ja, aber du tradest gerade halt wieder Turm gegen Turm. Kannst du machen? Frage ist nur, wer bekommt hier jetzt noch mehr? Also C9 hat natürlich mit Tristana den etwas schnelleren Push. Das ist logisch. Aber genau, das kannst du eben gerade nicht ausnutzen. Du investierst sehr viele Ressourcen. Der nächste Turm jetzt auch für Gen.G. Wir können das Ganze jetzt auf der Botlane noch verteidigen. Aber die Mitte ist eben super loady und man sieht es auch noch so mit guter Rotation von Cloud9. Ja. Das machen sie stark. Und Gen.G. Ja, lässt sich, zumindest was die Türme angeht, das so ein bisschen aus der Hand nehmen gerade. Ist jetzt ausgeglichen. 2-3 in Kills. Also hier ist wirklich noch alles offen. Goldtechnisch sehen wir auch, sind wir wieder bei 300, 400 Gold. Das sagt halt gar nichts, ja, nach 19 Minuten, 18 Minuten. Macht das gar nichts. Nächster dran wird nochmal ein Ocean Drake, der ist dann wieder ein bisschen uninteressanter. Ja, also der Goldunterschied wirklich noch nicht so groß. Das ist, du hast jetzt dadurch, dass du eben den in der Mitte den Turm durch den Herald jetzt doch noch mitnehmen konntest, wieder aufholen können. Und die 900 Gold sind jetzt eigentlich nicht der Rede wert. Lucian jetzt ebenfalls Richtung zweiten Item unterwegs. Oh, das ist Zayzal, der wird ja angegangen, der Knockup durch. Ja, das war's mit der Kuh. Der Support ist down. Also. Und mit Gens, der wird auch angegangen. Der muss immer davon flashen. Wird auch rauskommen. Aber Gen.G jetzt vielleicht mit der Möglichkeit, den Turm mit zu pushen. Nein, du hast keine Minions. Nochmal Glück und Unglück für Cloud. Nein. Ja. Aber starker Catch hier. Also hier eine Falle zu stellen an der Stelle. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Aber du siehst halt wieder zu wenig. Und genau das ist der Unterschied. Gen.G bereitet alles mit ihrer Vision vor. Weiß, wo sind die anderen. Wer ist da. Macht es nicht. Und da wirkt es einfach alles. Du hast es gerade schon mal ein bisschen straighter. Ein bisschen entschiedener. Ja, also Gen.G gibt ja gerade eindeutig das Tempo vor. Das ist so ein bisschen wie die Stärke der Teams eben. Das Korea steht für Kontrolle. Oh. Ja, Raka jetzt hier nochmal raus. Der kommt da raus, ja. Trotzdem vom Farm her, Urgot gut dabei. Also ihn auf die Sideline gegen Arthrak zu stellen, sollte funktionieren. Ich verstehe nur nicht, warum man das so wenig macht. Also, du siehst, der geht schon wieder Goldflöten auf der Toplane. Der Blue Buff geht hier auch noch wieder an Haru. Das heißt, Licorice verliert hier gerade Zeit, Minions und Gold. Ja. Tristana geht jetzt hin, aber... Und Zeit ist eine teure Ressource, gerade in League of Legends. Also, innerhalb von einer Minute sind jetzt wieder aus. So 300, 400 Gold, knapp 2000 geworden, die man jetzt zurückliegt.
So schnell geht das eben in League of Legends. Ja, sneaky. Den will man natürlich so viel Gold wie möglich zuschieben. Kurz vor dem zweiten Item. Tristana braucht drei, hatten wir vorhin schon angesprochen. Mit drei Items ist Tristana dann gut im Spiel. Aber wenn das eben zu spät passiert, beziehungsweise wenn du nur eine Tristana hast, dann bringt sie auch nichts. Alleine macht sie nichts. Absolut, ja. Der hat nur einen Assist. Lucian auf der anderen Seite, aber auch nicht so der am Drücker, wie man es ursprünglich erwartet hat. Ja. Eher der Knackpunkt ist hier die Talia, die halt wirklich meilenweit vorne ist. Also ich glaube, das ganze Gold gefühlt auf ihr. Jetzt aber der Versuch, der Knocker wie von Blaba. Zazie geht auch mit hinterher, aber das ist eben der Poppy. Du fokussst halt keinen Tank. Zweimal Knocker, jetzt kommt aber Gaio nochmal rein. Aber der erste Kill geht schon an Gen.G. Dann geht sogar an Haru, Jen, oh, jetzt in Gefahr. Knock-up Dash. Geht da komplett in die Wand. Du kannst doch nicht in einem Teamfight auf die Poppy engagen und alle deine Spells darauf machen. Jetzt geht man hier sogar einen Nash an. Jungler fehlt, Jens fehlt. Auch eine Lauerstellung, geht da rein gegen Sneaky. Kann die Leute gut wegzauen. Muss es natürlich aufpassen im 1 gegen 2, aber Gen.G kriegt dafür gerade den Baron. Ja, der hat hier nur noch 3000 Leben. Ja, den bekommen die auch. Keine Chance, ist hinein, das Ganze zu unterbinden. Und Gen.G somit nochmal ein weiterer Schritt nach vorne Richtung ersten Sieges des Turniers. Ja. Ersten Win. Das ist die Antwort, die direkt hätte kommen müssen. Ja. Hier Midlane rein zu pushen, zu sehen, ey, wir haben eine Wave, hingehen, Mitte rein pushen, traden. Weil im Endeffekt, was hast du gemacht? Du bist zum Baron gelaufen, hast einmal Hallo gesagt und bist halt wieder gegangen. So, ja. Ja. Vielleicht kleiner Reminder für die Leute, das ist gerade mal die Hinrunde. Also viele Fragen schon, gibt es einen Tiebreaker, wenn Gen.G gewinnt? Hier gibt es noch gar nichts. Ja, wir haben nochmal drei Spieler für jedes Team in dieser Gruppe. Also, hier ist noch gar nichts verloren. Man könnte sagen, heute ist Halbzeit. Ja, quasi. Also, die Gruppe spielt heute das letzte Mal in der ersten Halbserie. Morgen hat die Gruppe dann frei. Wir spielen die anderen drei Gruppen. Und dann ab Sonntag haben wir jeden Tag eine Gruppe, die quasi ihre Gruppenphase immer durchspielt. Und C9. Für sie sieht es so aus, als würden sie 1-2 aus dieser ersten Hälfte gehen. Denn Gen.G macht das hier super stark. Auf jeden Fall. Also mit Nash haben sie sich jetzt wieder den Vorteil erspielt, den man braucht, um die Türme zu knacken. Und es sieht einfach so aus, als würde Cloud9 immer einen Schritt zu langsam sein. Sie hadern vielleicht zu viel, machen nicht konsequent ihre Entscheidungen. Und das wird ihnen gerade so ein bisschen zum Gefängnis. Der dritte Drache für Gen.G, der T1-Turm in der Mitte. Und es wird noch weitergehen. Drei Türme hat man jetzt abgerissen und jetzt geht es Richtung T2. Ja. Ja. Cloud9 ist auch immer in Lauerstellung. Das musst du eben auch respektieren, dass man eben Rakan hat auf Seiten von Gen.G. Der immer aggressiv reingehen könnte. Auf jeden Fall. Aatrox funktioniert hier bisher auch sehr gut. Also jetzt auf der Sideline gegen Urgot. Und der erste T2-Turm ist jetzt Botlane gefallen. 5000 Gold mehr für Gen.G in der Minute 24. Ja, und jetzt fällt eben auch der T2-Turm mit. Den kann man auch nicht verteidigen. Grundsätzlich geht die Kombination von Cloud9 hier gerade null auf. Und jetzt will man das vielleicht sogar diven. Die Wall von Talia ist da. Ja, die ist super wichtig. QB will hier Zazie in die Wand schmeißen. Dann kann man seiner Ult aber gegenwirken. Man geht aber trotzdem den Turm. Ja, für eine Talia Wall, das kann man mal eingehen. Währenddessen QB, eigentlich QB, Crown, auf der Botlane pushen. Ja. Also du hast jetzt Powerplay von 4000 Gold bereits hingelegt hast in der schnellen Minute. Der Slowpush auf der Toplane ganz angenehm, aber Flash Engage oh, jetzt hier! Stark gespielt, ja, der Gaio-Knockup kommt da viel zu spät, die Gaio ist Sneaky ist down. Somit fehlt dir dein Schaden. Und das Ganze kann Gen.G jetzt fighten. Die werden da mindestens ein Inhibitor jetzt rausbekommen, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, das ist die Frage, man hat 40 Sekunden auf Urgot, 25 auf Sneaky. Man will vielleicht jetzt finishen, also die Teleport geht raus, du bist zu fünft. Das wäre dann ein sehr schneller Finish. Ah, erster nächstes Turm wird angegangen. Der Schaden ist ja halt noch nicht so hoch, aber wir sehen, der erste nächstes Turm ist down. Also jetzt ist er gefallen. Jetzt sucht Cloud9 festlich um den Fight. Jensen muss mal rausflashen. Du hast keinen Schaden hier. Das Ganze hier wegzauen und die Minions sind eben dafür, Gen.G. Sneaky ist in einer Sekunde wieder da, aber das war's. Ja, Gen.G macht das Ganze hier. Holen sich damit den ersten Sieg hier im Gen.G holt sich den ersten Sieg im Turnier. Das war nicht schlecht gespielt von ihnen. Jetzt wird hier noch ein bisschen rausgezögert. Cloud9 versucht nochmal alles, was sie haben, da reinzusetzen. Aber es reicht eben nicht. Es langt nicht gegen den amtierenden Weltmeister hier. Und somit eine starke Leistung. Das war's dann aber auch heute von mir. Ja, ich verabschiede mich, gebe beim letzten Mal aber in die Analyse-Ecke. Die haben noch ein bisschen was zu erzählen. Also viel Spaß dabei.
Haben wir was zu erzählen? Ja, tatsächlich. Also man kann zusammenfassen. Wir haben heute viel mitgenommen aus dem Tag, ja, auf jeden Fall. Ja. Zu dem Game eben nochmal. Weltmeisterlich war das meiner Meinung nach immer noch nicht. Nee, das nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe Korea wieder erkannt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es war wieder das Makro-Game, was wir von ihnen kennen. Langsam war es diesmal nicht, aber Cloud9 hat ihnen auch einfach die Chance geboten, es schneller zu machen. Sie waren immer einen Schritt zu langsam, wollten nie die Trades eingehen bei den Objekten. Und wenn du einfach wieder alles verlierst, irgendwann musst du die Entscheidung treffen, ey, wir gehen für die Vision, versuchen selber mal was zu machen. Wenn du nie die Initiative ergreifst, dann kann das nur schief gehen. Im Endeffekt, die Tristana, die Kombination, null aufgegangen, du konntest die Tristana nicht beschützen, wurde am Ende wieder gecatcht, dann entscheidet man sich für den Dive, beendet das Ganze. Wir haben es ein bisschen predicted in der Pregame-Analyse, ja. Du draftest da irgendwie die Tristana rein, man antwortet mit Lucian und einer aggressiven Botlane und die Tristana kannst du wieder nicht beschützen, weil du hast eigentlich irgendwie nur so den Galio dafür. Ja, irgendwie. Weil du hast den Alistar schon gepickt, weil Alistar, naja. So, also auf jeden Fall Cloud9 damit Genji unterlegen, war auf dem Papier allerdings schon... Hat sich angedeutet, das ist ja ähnlich wie RNG gegen Vitality, kommt fast aufs Gleiche. Vielleicht noch ein bisschen weniger, aber war schon eindeutig und Korea hat endlich mal wieder gezeigt, sie können Makro-Game. Auf jeden Fall. Also da waren sie viel schneller. Gegen Vitality sah das ja ganz anders aus. Hier waren sie on point da. Auch sie fand ich anfangs ein bisschen schleppend. Also da hatte Cloud9 auch noch Chancen. Aber Cloud9 hat diese Chancen nicht ergriffen und dann dachte sich irgendwann einfach Genji, okay, dann machen wir dann das. Ziehen wir unser Late-Game-Ding durch. Genau. So. Und so Late-Game war das gar nicht, 27, 28. Ich glaube, der First Blood Turret, das war schon ärgerlich mit dem Herald, aber war eine super Wall. Ja, das auch. Nur das Ding ist, du hattest davor die eine Chance, die auf der Botlane sicher zu nehmen. Und du dachtest dir, okay, der Thomas Half-Life lohnt sich nicht, wir spielen das, wir haben den Herald, wir bekommen den schon. Ja, aber dann wirst du gecatcht und dann pusht man einfach Botlane an und tschüss. Ja. Und dann der Herald, du hast einen Charge bekommen, aber du willst normalerweise mehr bekommen als diesen Charge. Das hat also wieder nicht gereicht, aber die Wall, du hast gerade gesagt, die war echt gut. Ja, und dann Galio out of position, man hat Galio bekommen, dann kann man Botlane rotieren, den Tower holen. Super ärgerlich. Galio mich noch nicht so überzeugt, dieses Turnier, weil er wird irgendwie für diese ADC-Comps benutzt. Ja. Aber diese ADC-Comps funktionieren gar nicht so gut, habe ich das Gefühl. Nee, bisher noch nicht. Also lieber ein Control-Mage mit oder so. Ja, bisher könnte man das so unterschreiben. Also ich verstehe ja die Idee dahinter. Ja. Problem ist nur, wenn du dann kein Uzi hast, Uzi, genau, wie auch immer, hast, der eben keine Fehler macht und dann jemand gecatcht wird. Wir haben es gerade gesehen im vorletzten Fight, so bevor der Nexus gefallen ist. Die Tristana fehlt und dann hast du keinen Schaden mehr. Du bist tanky, aber auf der anderen Seite auch Urgott hat hier nicht funktioniert. Dann hättest du besser in Szene setzen müssen nochmal, aber vielleicht war das Game auch einfach zu schnell. Also das Makro-Game hier von Genji war diesmal unten. Poppy sogar ganz gut mitgehalten mit Urgott, muss ich sagen. Also hat mich tatsächlich überrascht, war auch das erste Mal, dass wir das Matchup zumindest jetzt in der Gruppenphase gesehen haben am dritten Tag. Sehr, sehr schön. Ich nehme heute aus dem Tag auf jeden Fall nochmal mit. Xin darf man nicht unterschätzen. Nee, richtig. Ja. Kaiser Urgott, absolute Prio-Picks, das haben wir heute nochmal bestätigt bekommen. Ja, auf jeden Fall, die gehen durch wie die sonst was. Und auch Asia hat eine gute Performance gezeigt. Finde ich auch. Ja, Asia, klar, er hat jetzt einmal verloren, aber die Leistungen, die man mit dem Champion gezeigt hat, weil die Spieler einfach auch individuell so gut sind, ist einfach so ein Skill-Champ, mit dem du so viel machen kannst. Es sieht auch schön aus, ne? Wenn er da durch die Gegend dasht und dann kommt die Wall und alle fliegen weg. Ja, das ist schon strong. Oder auch der Urgott 4. Also es gab heute ein paar lustige Mechanics auch, die wir nochmal gesehen haben. Von daher... Ihr habt es gerade schon mal im Cast angesprochen, es ist noch nichts vorbei, sowohl nicht für Fnatic, auch nicht für Cloud9 und so weiter. Es ist noch kein Team, glaube ich, safe raus. Also kann gar nicht, weil 3 Spiele wurden jetzt gespielt, beziehungsweise morgen haben wir dann noch einen Spieltag und dann beginnt quasi jeden Tag eine komplette Runde, eine komplette Rotation dann ab Sonntag. Das heißt, Fnatic noch nicht raus, Vitality noch nicht raus. Und eben auch die ganzen amerikanischen Teams und so weiter auch noch nicht, die jetzt ein bisschen schlechter dastehen. Haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, cool Janus, für den Cast. Danke. Mein Name ist Nikeless, für die Leute, die mich ja auch noch nicht moderieren sehen haben. Der andere Caster natürlich, Clarkson, hat sich eben schon verabschiedet. Das war tatsächlich das letzte Game. Wir waren heute sehr schnell. Ja. Es waren sehr eindeutige Games, aber auch mit ein paar Überraschungen gespielt. Gerade das Fnatic-Game war dann doch etwas anders. Hier sehen wir nochmal ein paar schöne Replays aus dem allerletzten Game. Ja, Jensen. Man halt gecatcht, leider. Ja. Also Ruler. Oh, und auch Sneak hier nochmal. Haben wir einfach beendet. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Lasst gerne ein bisschen Feedback da. Wir sehen uns morgen wieder, denn morgen geht es weiter mit den Worlds in der Gruppenphase Tag Nummer 4. Dann gehen wir auch wieder auf unsere Predictions ein, wer wo wie steht. Und dann sehen wir uns einfach morgen. Genau. Wir sind wieder zu dritt am Start. Richtig. Tschüss. Bis morgen, Leute.